Leben regenerieren. Du hast übrigens ein bisschen Dreck oben auf deinem Dach, wollte ich dir nur mal sagen, sieht unschön aus. Ach ja, und Janosch, als er da hinten rumrannte, sich eine Farm gebaut oder was? Nein, nur so ein provisorisches Ding, damit wir ein bisschen was zu essen haben. Ach so, ja, das habe ich auch gebaut. Ich baue jetzt eine Ho. Eine Ho. Das ist eine Höhe. Ja, eine Ho, eine Höhe, eine Tate. Nee. Nicht so ganz, aber... nicht ganz, nee, ich weiß. Wo ich das denn? Meine Farm schön. Wo ich das denn? Du findest Farm alles schön. Teufels. Wieso brennt das da hinten? Weil das meine Farm ist. Was? Und die war allerdings... Ich habe die extra an den Hundezwinger gebaut, damit er die beschützen kann, in Anführungsstrichen. Und dann fing der Hundezwinger Feuer. Wir sind hier nicht bei Harry Potter, wo wir brennende Äcker brauchen für Feuersamen oder so ein Kram. Du hast übrigens hier eins offen gelassen, da kann man ja, trotzdem... Ja, natürlich, muss doch irgendwo wieder rein, oder? Ach ja, stimmt. Hättest du am besten eine unterirdische Tür machen können. Jetzt hört mich jetzt nicht an. Ja, ich muss kurz weg. Okay. Viel Erfolg. So, ich beende mal die Aufnahme mal wieder. So. Der beendet auch nur die Aufnahme irgendwie die ganze Zeit. Ja, aufnehmen tut er nicht viel, nur beenden. Außerdem steht er hier jetzt ganz ungünstig, weil es Nacht ist, und er steht draußen. Könnte ja passieren, dass ich einen Zombie anlocke und ihm den auf den Hals hetze. Beziehungsweise ein Skelett ihn schon längst entdeckt hat und er jetzt sterben wird. So, ich muss aber leben. Erster Hit. So, und nächster Aufnahmepart. Ich bin wieder da. Du stirbst gerade. Nein. Aua, ich werd beschossen. Zweiter Hit. Hit. Aber eine Rüstung und ein Hit down. Boah, ich bin voll der Master-Spitzhacken. Ja, würdest du das überleben, wenn dich einer mit voller Karacho mit einer Spitzhacke in den Kopf haut? Ich glaube nicht. Wenn ich schon tot und ein Skelett mit einem Bogen wäre? Guck mal, aber man muss mal bemerken, wenn man jetzt nicht extrem gegen Lars ist, aber sobald er weg ist, ist es lustiger, oder? Oh mein Gott, eine Blume! Das ist eine Liebeserklärung. Das ist ein Herz. Da fehlt aber noch was, Moment. Nein, Moment, warte, Moment, ich brauche alle meine Blumen wieder. Gib mir meine Blume. Jetzt einen Penis? Gib mir meine Blume. War deine Blume? Ja, ich hatte 4. Danke. Ihr baut nicht wirklich mit. Hast du noch mehr rote Blumen? Gib mir alle deine, die du hast. Warum? Gib mir alle deine roten Blumen. So eine gelbe. Nee, eine gelbe will ich nicht. Oh, du Rassist. Oh. Was willst du jetzt mit meinen Blumen? Jetzt willst du Janosch einen Heiratsantrag machen und mich alleine lassen? Moment, ich bin doch nicht fertig. Sammeln gelbe Blumen. Da hinten sind noch mehr rote Blumen. Da sind noch gelbe Blumen. Ne, ich will die roten. Die roten sind romantischer. Ja, ihr seid auch schon gelben komisch. Kann man Drogen machen, bestimmt. Oder auch das, nicht. Das sind gar keine Rosen, das ist Mohn. Ich baue mir jetzt eine Mohnplantage. Dann kommt die Minecraft-Polizei. Wie sieht die denn aus? Und dann sagen wir, Lars hat die gebaut. Ja. Nur fragen Sie mal den Osama in dem komischen Spasti-Outfit. Hilfe, ich habe eine Spinne angelockt. Hilfe, Janosch, hilf mir. Wieso ich? Weiß nicht, weil ich gerade auf dem Weg zu dir war. Schnapp ihn hier. In eine Grube gefallen. Lass mich mit rein. Ich brauche eh gerade Steine. Stirb. Du hast ein Schwert, was willst du eigentlich? Und eine komplette Eisenrüstung. Könntest du mal aufhören, vor meinem Haus irgendwas abzubauen? Will ich doch gar nicht. Eine war... Die rufen mich die ganze Zeit, wow, Creeper, geh da nach unten und auf einmal, warum hast du den Schlüssel neben den Korb gelegt? Ja, war ein Versehen. Ja, den habe ich die ganze Zeit gesucht. Super. Deswegen musste ich dann wieder. Die Spinne folgt ihr übrigens immer noch, ne? Hm, ich weiß, ich hänge die gerade wieder ab, weil ich zu mehlig renne. Wow, wie ein... Ob ich es gekonnt hätte. Ja, als ob. Genau, das ist richtig. Jetzt pass mal auf. Ja, du musst da reingehen, du darfst das noch nicht sehen. Geh da rein. Okay. Mach mal was zu essen, ich mach unser Dinner. Kommt irgendwas Böses vor. Ich frage mich, wo Julian mal wieder bleibt. So. Darf ich gucken? Der Detlef darf jetzt rauskommen und muss sich dafür aufs Dach stellen. Okay, dann gucke ich noch nicht. Stell mich aufs Dach. Da musst du von hier gucken. Oh. Warte. Hat der jetzt die Rosen? Bei mir waren die gerade. Jetzt ist es schöner. Ja, ich weiß, das sieht scheiße aus. Oh, ich weiß was, ich weiß was. Hast du noch welche? Eine. Dann tu die mal hier hin. Da? Zombie! Ja, da. Rette dich! Herzblatt. Oder auch nicht. Nein, daneben, hier. Jetzt hast du die. Bye. Ich gehe mal eben auf Fatzeburg gucken. Da er mir geschrieben hat. Ja. Wir können das auch cooler machen hier. Ich muss die Mitte wegmachen, sonst sieht man das nicht. Du musst es hoch machen. Er kommt nachher, er ist noch unterwegs. Ist auch nicht ganz hier. Mir fehlt eine gelbe. Ach, da ist sie. Ja. Oh, wie süß. Die sieht man nicht ganz. Einmal geht hier so ein bisschen nach. Achso. Ja, dann müssen wir das mal irgendwo jetzt ändern hier. Ich habe alles versetzt. Ja. Ich weiß, was ich jetzt mache. Hier Skelette jagen. Da irgendwie gerade 4 Stück stehen. Da. Ah, dann irgendwann mischt sich immer so ein verkackter Creeper ein, ey. Ja, die verkackten Creeper. Welchen Schwierigkeitsgrad steht das, ey? Guck mal, das ist voll süß. Warte, ich komme. Wir gehen wieder sicher. Gönnen wir erstmal einen Steak. Ich hab einen Pfeil in mir stecken. Ich operiere den gleich raus. Okay. Mehrere Pfeile in mir stecken. Du? Hallo. Oh, wie süß. Jetzt hat hier ein bisschen normaler. Und jetzt zünd es an. Du glaubst es nicht. Mir ist gestern das Kondom geplatzt. Im Ernst? Nee, im Detlef. Ich wusste, dass du das bringst. Dass du den bringst. Ach, ist der schön. Wieso? Wieso? Wieso wusste ich, dass du den bringst, ey? Im Ernst? Nee, im Detlef. Einfach bescheuert. Warte. Redstone Comparators. So. And now I'm going to pickaxe some Obsidian. Der halb abgebaute Baum. Bench Money, deine Handtasche brennt. Wo krieg ich den Obsidian her? Frag doch mal bei den Dorfbewohnern. Hier welche? Welches Dorf? Hier ist bestimmt irgendwo eins. Ja, irgendwo, aber ich habe noch keine Suchaktion. Da war nie in dem Dorf. Das Moos ist aber schnell gewachsen. Das ist ja langweilig. Mods. Ich will hier nicht gerade runterfallen. Deswegen springe ich lieber. Hast du mein Feuer ausgemacht? Alter! Ich hab nur eins von den Anzündedingern. Geh weg. Lass mich in Ruhe, lass meine Farm in Ruhe, das ist Vandalismus. Komm her, Creeper. Oh nein. Eines grausamen Todes. Oh nein, oh nein, oh nein, das war eine ganz dumme Idee. Alter, du machst es schon wieder aus, ich höre das doch. Was passiert jetzt? Jetzt erschlag ich dich. Irgendwas ist gerade passiert. Ich habe so einen ganz ekelhaften Ton bekommen. So eine Sache ist süß. Weil ich so ein Enderviech angeguckt habe. Ach so, ja, die reporten sich zu dir dann. Aber das war so ein ganz hässlicher, ekelhafter Ton. Ja, die machen so wupp, wupp. Ne, das war so ein und das kam immer näher und dann irgendwann und dann war es weg. Ja, dann hast du Glück gehabt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diesmal schön Minecraft-Ton an. Ja, das ist ja wunderprächtig. Ja, gestern war da leider nicht an, ich weiß auch nicht wieso. Hat einer von euch einen Eimer? Ich habe zwei. Ich hab sogar zwei, aber du wanderlierst ja nur rum. Pff, mach ich nur meinen eigenen. Du hast ja nicht mal Eisen. Und wie? Ich habe eine ganze Eisenrüstung. Woher meinst du, wo ich die her hab? Von ja, Lars. Und jetzt hast du den Eisen verbraucht. Nee, ich habe noch welches. Du hast die höchstwahrscheinlich von Lars geklaut. Nein, habe ich nicht. Ich habe alles selber gefarmt. Alles selbst gefarmt bei Lars. Mann, alles selbst gefarmt unten in dieser dunklen Höhle, wo ich fast nie wieder raus. Amigo joined the game. Und er ist auch mal endlich da. Aber noch ohne Ton. TS. Ja, TS. Wir sind TS. Ja. Das ist besser als Skype, dann höre ich nämlich da unten nicht euer Rauschen. Außerdem ist Benikit dann vielleicht mal ein bisschen klarer zu hören. Es geht. Wenn er überhaupt spricht, ist er klar zu hören. Achso, okay. Also er spricht nicht? Doch, er spricht wohl. Aber nur halt mit Leuten, die er mag. Also nicht mit dir. Ihm flüstert er sogar. Zieh mich mal in den Channel. Moment. Der wollte, das ist das geheime Codewort für Janosch, das bedeutet zieh mich mal wieder an. Kannst du selber. Jetzt sag doch in der Aufnahme das Passwort für den Channel mit der Begründung von Lars gerade. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht machen. Der Channel hat ein Passwort? Ja. Echt? Ich schreibe ihm das mal eben per Facebook. Aber du bist ja ein ganz gewitztes Gärchen. Ja, es hat auch einen Grund, warum er das nicht sagt. Ja. Warum? Kannst du dann 1 Million Euro gewinnen? Nein, weil das das Passwort für seinen YouTube-Account ist. Ach so. Darf ich das sagen, oder? Ja. Dann weiß ich das Passwort ja sogar. Ja, ich auch. Weil ja, logisch, ihr ladet auch Videos hoch. Den Kanal hochladen, also falls ihr dann irgendwelche Deinen Kanal, unser Gemeinschaftsding, keine Ahnung, alles möglich. Hauptsache mein Kanal. Junge, das ist eine Nutte, der wird einfach, da kann darf einfach jeder mal. Hey. Was? <laughs> Für 3,50 bist du dabei. Und der Server kostet weniger, keine Sorge. Also falls ihr auch mal wollt, auf dem Server was hochladen, 3,50 und ihr seid... Auf dem Server könnt ihr machen, was ihr wollt. Solange ihr an meinen YouTube-Kanal geht, ist mir das völlig egal. Achso. Dein Kanal, wir laden also bei dir hoch. Ja, das ist mein Kanal. Wer hat den wohl aufgemacht, hä? Ja, du wohl eher nicht. Wenn, dann wohl YouTube. Echt? Ne, ich hab den aufgemacht. YouTube hat den für mich geöffnet. Ach so. Oh. YouTube hat sich für dich aufgemacht, damit du dich in ihr öffnen kannst. Widerlich. Oder in es öffnen kannst oder was auch immer. Du bist ein hartes Schwein, Janosch. Okay, Julian ist schon angefangen hier unten. Das ist sehr schön. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie es geht. Was weißt du nicht, wie es geht? Das, was wir bauen wollen. Bullshit. Ne, kein Bullshit. Doch, das, was ich hier gerade gemacht habe, war Bullshit. Achso, das kann sein, ja. Mach uns nämlich gerade was zu essen hier. Ja, auch meine Farm blüht prächtig. Wundert so. Wo? Ach verdammt. Links, rechts und oben. Perfekt. Nur wo bringe ich den hin? Ein bisschen Holz suchen. Unser Haus war ein bisschen größer. Julian jetzt auch irgendwann mal auf dem Channel. Nein, der kommt nicht mehr, der hat Angst. Steht da nirgendwo. PN. Zum Aufhören zu pfeifen? Entschuldigung. Da habe ich halt keine gute Laune. Nein, sollst du auch nicht haben. Das korrespondiert dann mit der Musik im Hintergrund nicht. Aha. Aha. Und weh, du sagst das Passwort jetzt laut, dann gibt's Ärger. Als wenn. Ja, weiß ich nicht. Bei dir weiß man nie. Kommt Julian wieder mit seiner mega Soundqualität. So schlimm? Na, es geht. Solange man mich nicht bei dir hört, ist das in Ordnung. Nein, hört man nicht. Ups. Ups. Hast du noch welche von den Dingern? Von welchen? Von den Hauptmann? Nee, ich habe keine. Ich habe auf dich gewartet, weil ich da unten nicht weiterkam. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Was braucht ihr denn? Siehst du dann? Ja. Achso. Okay. Beziehungsweise siehst du nicht, weil ich nicht reinkomme. Ganz übel mitspielen. Komm, Mädlich, wir bauen eine Achterbahn. Ich habe ein paar von diesen Dingern schon gesammelt, von Nether Quartz. Die sind unten in der Kiste. Und ich habe auch Comparator schon gemacht. Wir bauen eine Feuerschleuder, um unsere Häuser anzuzünden. Na, nur die anderen Häuser. Wir müssen uns ein Glas. Oben auf dem Dach ist so eine kleine Art Farm. Also damit wir ein bisschen was zu essen haben. Ich habe schon 2 Farmen hier angelegt. Ja, aber ich habe nur eine. Ah! Meine sind aber größer. Wie alles an dir. Ist alles einfach größer als bei dir. Ich bin auf einmal in eine Grube gefallen. Achso. Ich habe gebuddelt und dann war da eine Grube und dann war da direkt ein Creeper und 2 Skelette. Aber du bist nicht tot. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht Lars. Der wäre auch schon gestorben, wenn er... 2 Stück fehlen mir noch. Der stirbt auch schon, wenn er ein Glas Milch trinkt. Was fehlt dir? Oh, Flint, wir haben kein Eisen mehr. Achso. Wir haben aber kein Eisen mehr. Dann musst du wohl oder übel nach unten und Eisen suchen. Wo chillt ihr denn? Ich bin in meinem Home. Verdammte Scheiße. Wo ist der andere? Ich bin in eine Grube gefallen. Julian ist auch in meinem Home. Auch in deinem Home? Nein, ich bin in meinem Home. Bitte? Da oben hast du es hingebaut. Wie kommt man denn da hin? Hier rein. Hier. Innen drin. Über den Ofen. Ich kann nicht sehen. Da. Damit du keine kalten Füße kriegst beim Hochsteigen. Ach, durchs Wasser auch noch. Ja, da muss ja irgendwie Wasser hin. Ja, da musst du es dann wieder abkühlen. Das sind deine heißen Füße, meine ich. Genius. Er hat mitgedacht. Ist so. Tue ich doch immer. Oh. Janosch? Ja? Ich hab das jetzt aber so gebaut, dass wir die Kiste hier so stehen lassen müssen, ne? Ja, kein Problem. Gut. Lalalala, ich hab keine Lust mehr, ich fühle mich wie ein Bauer hier. Bisschen Bauer. Sagen, du bist ja auch einer. Wo ist das Problem? Schnauze, jetzt bin ich beleidigt. Julian ist heute gesprächiger als gestern. Ja, ich bin ja auch hier. Der liebt mich. Echt? Es liegt alles nur an Kai. Durch Angst. Julian? Ja, bitte? Sag mir nicht, du hast das Holz mitgenommen. Das, was du mir da hingeworfen hast, doch. Oh. Warte, ich komm wieder. Ich bin nicht so weit weg. Ich muss das hier noch fertig bauen. Nein! Doch, kannst du gerne machen, meine ich, aber... Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, dass es reicht. Komm gerade die Leiter hoch. So. Ich hab Essen. Das Eichenholz willst du haben, ne? Birken meine ich. Liegt hinter dir. Müsstest du aufgehoben haben. Hm. La 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 la. Nix. Na doch, ich habe ein bisschen was bekommen. Super. 22 oder so waren das. Ja, das sollte reichen, hoffentlich. Bin ein kleiner Farmer. Ach so. Ist klar. Ich mag dich auch. Stimmt richtig. Da ist noch ein bisschen Holz, da ist noch ein bisschen Holz. Und ich hab mal wieder... Doch. Was hast du? Nix. Ist alles okay. Ich hab eine leere Kiste gefunden. Das passiert öfter. Nochmal Brot. Drei Weizen in a row. Genau, 3 Weizen in a row. Row. 3 Weizen in a row. I got 2 Brote. Hey, ich habe eine Bibliothek gefunden. Ja, da waren wir schon mal drin. Du kannst ganz viele Bücher abbauen. Nicht die freischwebende. Nicht? Nein, eine andere. Cool. Nimm ganz viele Bücher mit. Wir brauchen Bücher. Wo kann ich die denn? Einfach die Bücherregal abbauen, dann fallen Bücher raus. Die ist sogar über 2 Etagen. Satan, die ist groß. Ja, ey, die lassen wir über 2 Etagen stehen. Das kannst du auch machen. Dann müssen wir uns nur selber Bücher machen. Ja, aber die können wir hier ja, wir können da ja einfach unser Haus dran anschließen, die ist überhaupt nicht weit weg. Naja, ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd. Das dauert mir zu lange. Mach ich das halt. Kannst du gerne machen. Wo hab ich denn jetzt hier stand irgendwo gerade eine Kiste? Es kann sein, dass die schon leer ist. Ne, in der Bücherei steht eine Kiste, die ist bestimmt nicht leer. Weil die Bücherei keiner kennt. Verloren. Wo ist die Kiste? Was ist denn jetzt aus dem Nether-Projekt geworden? Aus was? Dem Nether-Projekt. Was für ein Projekt? Wollten alle noch im Nether irgendwie so ein Mega-Adventure machen. Na, da ist eine Festung, die müssen wir suchen. Ja. Irgendwann mal. Ja, du wolltest nur dein komisches Quarz da abbauen heute? Ja. Ja, das hättest du auch alleine geschafft, oder? Ja, du, ich dachte, vielleicht wollte doch irgendwer mit, aber... Ein bisschen farmen muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ja, du bist auch immer voll Sonnenschein hier, ey. Soll ich die jetzt hier komplett abbauen, die Bücherei, oder was? Nicht komplett, aber ein paar Bücher wären super nett. Oh, du bist aber ein Reim hier. Ein Reimmeister. Das war unbeabsichtigt. Beabsichtlich. Ein Poet bist du heute. Unbeabsichtigt. Ein großer Poet. Danke, danke, danke. Ich weiß, ich bin Meisterpoet. Das Niveau hier. Deswegen bin ich auch in der Theater AG. Ist doch logisch, oder? Wie viele Bücher willst du haben? So viele wie geht. Unsere Bibliothek wird nämlich nicht klein. Nein, nein, sie wird nicht klein. Fängt er an zu reimen. Ey. Ja. Au. Was ist denn los? Das möchte ich auch gerade mal wissen. Was war das jetzt?